ist dann die Fall. Ja, da ist auch immer dieses Hin und Her, ne? Wie verantwortungsbewusst oder nicht, weil der Virus ist nun mal da, der macht ja krank, also Ja, zumindest den gut, ich ist. denke, das ist tatsächlich heute Thema für dich und zwar einfach von dieser Gestaltung her. Also man muss dazu sagen, es gibt so eine Bandbreite. Also es gibt ein richtig, es gibt ein falsch und es gibt aber auch eine Grauzone. Ne? In dieser Grauzone, da ist es schlichtweg immer die persönliche Entscheidung, ne? Wie jemand das sieht und das ist ein Abwägen und da kann man das nur so oder so sehen, also wie die Person das selber sehen will. Aber diese Bandbreite mit richtig und falsch, die ist schon ziemlich klar da. Und da kann ich nur sagen, da stimmt der Umgang von dem, was wir hier im Irdischen machen, und damit meine ich jetzt gar nicht dich, sondern ich meine jetzt ganz allgemein, jetzt hier erstmal in Deutschland, vielleicht auch weltweit, ne? Das stimmt nicht. Da ist jetzt einfach so dieses Männliche überwiegt. Wir sehen den Virus als Feind und müssen ihn bekämpfen. Der Virus ist zwar da, das stimmt, aber der gehört in das Heilende hinein. Das heißt, es muss das weibliche spirituelle System aufgebaut werden. Das Weibliche ist für Heilung zuständig. Eine gewisse Abgrenzung, ja. Übertriebene Angst und Kontrolle, auf gar keinen Fall. Da wird regelrecht was falsch gestaltet, ne? Und die Welt ist eindeutig verschattet. Das sieht man immer daran, dass jemand oder jetzt eben in diesem Fall wirklich die Welt überreagiert. Dass es ein gefährlicher Virus ist, das stimmt ja. Es gibt Todesfälle, aber die Todesfälle, die sind in keinem Verhältnis zu dem, was an Panik herrscht. Das steht in überhaupt keinem Ausmaß dazu. Und ich weiß nicht, ob man das dann wirklich so einfach sehen kann. Also ich meine, das, was du sagst oder wie du das sagst oder im Verhältnis mit der Panik, kann ich ja irgendwo nachvollziehen. Also da ist wirklich dann auch wieder die Frage mit der, ist man da genügend informiert? Ausmaß oder wie das verläuft, das hängt auch mit der Einstellung zusammen. Wenn da eine liebevolle, heilende Einstellung ist, dann verläuft das nämlich gar nicht so. Bei den Kindern verläuft das ziemlich harmlos und zwar einfach deswegen, weil die universell angebunden sind. Das ist der eigentliche Unterschied. Ja, aber das ist leichter gesagt als getan. Also ich sitze ja Das schon ist als am richtig, aber je Zielstreifen mehr hier. Panik verstärkt wird, umso schlechter wird dieser Effekt und dieser Einfluss. Das ist klar, aber und da bin ich dann wieder am Punkt. Also das ist ja das, was ich dann auch versuche, in die Gespräche mit reinzubringen. Das ändert ja aber nicht trotzdem wirklich an die Menschen, die ich als Gegenüber habe. Und dann bin ich ja wieder an dem Punkt, das, was du ja auch mal gesagt hast, wir müssen die Menschen da abholen, wo sie sind. Genau. Und wenn sie nun mal diese Angst oder Unsicherheit Das haben, ist die Bandbreite, ja. dann kann ich auch davon ausgehen, wenn die irgendwie mit diesem Virus in Kontakt kommen, dass vielleicht genau dieser Ablauf stattfindet, vor dem sie ja auch Angst haben, keine Frage. Genau, Aber dann das stehe ist ich, richtig, und ja. dann stehe ich wieder aber da genau mit diesem Wissen, wo ich dann denke, dann möchte ich aber nicht diejenige sein, die unter Umständen der Überträger ist. Weil Das das. ist der Punkt, weswegen ich das zum Beispiel jetzt hier eben auch mache und sage, ja, wer diese Angst hat und auch nur ein bisschen diese Angst hat, der soll einen Skype- oder Telefontermin machen. Die Person ist richtig mit Skype oder Telefon, weil die Person Angst hat. Also genau aus den Gründen, die du sagst, da setze ich mich auch nicht über die Leute hinweg. Ich hatte jetzt bei dir also mich eigentlich ein bisschen gewundert, weil ich dich jetzt nicht als Corona-Angst eingeschätzt hatte. Wobei ich aber auch gerade das Gegenteil jetzt auch nicht mache. Also es gibt ja dann auch dieses Ignorieren. Ne? Das wäre dann Verdrängung. Also das ist, wo ich eben Ja. sage, als Großveranstaltung machen keinen Sinn. Ne? Das wäre Nee, das ist. andere Extrem. Also Großveranstaltung bitte nicht. Gewisse Vorsicht auch. Auch gewisse Hygiene eben auch, das ist auch alles in Ordnung, ne? Nur nicht dieses Übertriebene. Also die Grundeinstellung, das ist eigentlich das, was nicht stimmt. Die Grundeinstellung ist Angst und Kontrolle. Das ist das, was und die Grundeinstellung ist. Und da sollte eigentlich liebevolle Heilung sein mit einer Zuwendung, persönlicher Zuwendung, also dass der Kontakt auf Null geht. Das ist nicht in Ordnung. Das macht den Virus schlimmer. Also wenn man gewisse Kontakte haben würde, dann würde das Ganze mehr weiblich reinbringen, mehr energetisch weiblich Liebe. Und von da an würde, also allein durch diesen Effekt, würde der Virus seine Gefahr verlieren. Dadurch, dass wir ihn als so ein Feind und so super gefährlich ansehen, dadurch wird er überhaupt erst so gefährlich. Alleine eben die Panik, die Angst, die alleine nur ausgestrahlt wird.
die macht mir dann wieder so Angst, dass ich dann, also eben, da würde ich mich dann zurück, oder das ist vielleicht auch der Punkt, warum ich mich dann selber auch zurückziehe. Das kann sogar so weit gehen, dass einzelne Leute, und ich rede hier wirklich von einigen mehr Leuten, also von den New Age-Seelen, die Energie ist im Moment so heftig, so angstbesetzt, dass einzelne tatsächlich Symptome gekriegt haben. Und die haben mich dann gefragt, also das war vor allen Dingen auch zum Zeitpunkt, das konnte gar nicht sein. Die wussten genau, dass sie nicht angesteckt werden können. Die haben dann, also wurden zum Teil unsicher, und einzelne, die waren ihnen absolut sicher, dass es nicht sein kann, die haben nur gesagt, du sag mal, ich glaube, ich werde gerade zum Hypochonder. Ich kriege diese Symptome. Und da habe ich nur gesagt, nein, das ist übrigens bei mir auch gewesen. Ich habe tatsächlich ein paar Symptome gekriegt, aber in direktem Zusammenhang, wenn ich auf Level 4 gestaltet habe, mich hier mit dem Irdischen verbunden habe, dann steht in direktem Abstand, also ich kann ja genau sagen, ein paar, also meistens ist es so, wenn ich das eben so abends oder mittags oder abends gemacht habe, über Nacht kriege ich plötzlich ein paar Symptome, die sind nächsten Tag dann wieder weg oder zumindest morgens, und dann sind sie wieder weg. Das ist, es steht in direktem Zusammenhang, die kann ich, also die kann ich sozusagen provozieren und wieder auflösen. Und das hat damit zu tun, dass wir uns vom Göttlichen aus mit dem Irdischen verbinden. Und es war, wie gesagt, es war zu einem Zeitpunkt, wo es keine Ansteckung geben konnte. Deswegen war ich auch so sicher, dass es das nicht ist. Und die anderen sagten eben auch, wieso, Moment mal, wieso haben wir die Symptome? Das kommt rein aus dem Energetischen mit rein. Ja, Ne? Da muss man wirklich unterscheiden. und das merke ich ja auch beim Einkaufen, wo ich dann immer nur dann denke, oder je nachdem eben wie die Situation ist, und dann merke ich nämlich auch die Anflüge, dann kriege ich auch Kopfschmerzen oder dann fängt mir an, ziemlich schlecht zu werden oder so, und wo ich dann denke, ich nur raus hier oder weg hier, und sobald ich zu Hause bin, oder weiß ich da, oh, super, was ist das eigentlich? Das ist genau das, was ich meine. Hier auf der Erde ist eine solche Angst- und Panikenergie, die verursacht tatsächlich rein energetisch diese Symptome. Ne? Da muss man ein Stück weit aufpassen. Und diese eine Person, wo ich eben sagte, wieso ist der nicht zurückgefallen? Der hat eine sehr starke innere Mannpersönlichkeit, ist schon eine etwas ältere Seele, und da ist die Abgrenzung im Irdischen stark genug. Alle anderen, die haben, also bei mir ist es eben tatsächlich auch, ich habe mich ja bewusst damit verbunden. Deswegen kriege ich in dem Fall, wo ich von Level 4 mich bewusst verbinde, kriege ich vorübergehend homöopathische Dosis Symptome, und dann sind sie gleich wieder weg. Wenn ich das nicht tun würde, würde ich überhaupt keine Symptome irgendwo haben. Ne? Aber bei den New Age-Seelen, da ist es tatsächlich so, dass die ihre Anbindung da auch haben und halten und am Ziel erleuchtet sind, dass die aber Mühe haben, genau diesen Bereich da zu halten, weil ja gleich die ganze Welt da drauf stürzt mit diesen, das verstärkt sich auch gegenseitig. Das sind ja die karmischen Systeme. Das ist ein gesamtkarmisches System von der Welt, wirkt auf die Einzelnen in ihrer Panik wirken wieder aufs Ganze. Das heißt, da ist eine unglaubliche Kraft, und diese Energie, die ist eigentlich, naja, schädlicher als das, was sie nutzen können mit dem, was sie jetzt an Abgrenzung machen. Und deswegen wäre eine gewisse Abgrenzung, wäre in Ordnung. Also Großveranstaltungen machen wirklich keinen Sinn. Schulbereich wäre schon so in fließender Grauzone, dass man da sagen kann, naja, kann man so oder so sehen. Ne? Hatte ich eben gefragt, wie weit jetzt wo die Grenze ungefähr wäre. Ne? Und in dem normalen Freundschaftsbereich, dass man jetzt nicht gleich Corona-Partys feiert, das ist sicherlich auch wieder was anderes. Aber im normalen Freundschaftsbereich wäre das sinnvoll, wenn die Leute gerade bei dem herrlichen Wetter draußen ganz normal ihre Kontakte pflegen, auf den Spielplatz gehen und so weiter. Ja, ein Das paar wäre eigentlich machen der Idealzustand. es ja auch. Also das ist Ja, ja, wir das ist machen schon. es häufig aus einer Verdrängung raus und beschimpft und bekämpft. Naja, gut. Ja, die werden denn besch. Naja, gut, okay. Und Ja, aber das das macht ja mit denen ist. auch was. Wenn sie das gegen sowas machen, dann ist das schon gleich auch wieder ein Gegeneinander und eine Trotzreaktion dabei, und unterschwellig werden ja doch auch wieder Ängste genährt. Also es müsste im Grunde genommen sein, eine gewisse Ruhe reinbringen, also vielleicht öffentliches Leben etwas reduzieren, das würde schon Sinn machen, ne? So nach dem Motto, Welt ist krank, also wenn man krank ist, kriegt man schon ein bisschen Ruhe. Ne? Das macht schon Sinn. Ne? Und ansonsten aber gerade das Weibliche stärken. Und das Dann Weibliche bedeutet Kontakt. löst mal die Makel ab. Also ich bin ja jetzt dabei, da anzusetzen. Ne? Das ist ja jetzt, also bisher durfte ich ja gar nichts machen, weil die Welt derartig verschattet war, dass das überhaupt keinen Sinn machte. Jetzt ist es ja so, dass ich erste Informationen reingebe und hier auch energetisch anfange zu gestalten. Wie, ich meine, aber trotzdem darf man jetzt eins nicht vergessen. Ich meine, unser
unsere Erde, die fängt ja gerade erst an mit Bewusstseinsarbeit. Da kann man ja nun nicht sofort erwarten, dass das sofort alles klappt. Da müssen wir jetzt mal ganz vorsichtig vorgehen. Und da machen die das aus dem Bewusstsein des alten Zeitalters heraus. Machen sie das doch sehr gut. Und den Rest, den korrigiere ich ja schon. Da bin ich ja schon dabei. Deswegen klappt es doch in Deutschland so gut. Ne? Weil da schon ganz viel Korrektur reingeht und jetzt sind schon die ersten Informationen da, bis die wirklich auf dem Tisch von den Leuten landen. Das dauert ja auch nochmal seine Zeit, ob das dann angenommen wird, na, das steht in den Sternen, aber es sind die richtigen Impulse schon da. Und vor allen Dingen, ich denke eben, die Impulse und ich denke schon, also wenn ich jetzt mal die Merkel oder so ein paar Sachen, also ich meine, ich ziehe mir das ja auch eben aufgrund der Panikmache nicht ständig rein, aber es gibt mal bitte so Situationen. So wenig wie möglich, so gut wie, guck dir die Sachen bitte nicht an, nur die Information, ob du nun gerade rausgehen darfst oder nicht, das sollte man vielleicht schon wissen oder ob die Ladensöffnungszeiten, ob Läden wieder auf sind oder nicht. Das sind die Informationen, die wichtig sind. Alles andere bitte gar nicht ansehen, da ziehst du dir nur die Energie rein. Gut, okay. Na ja, klar, okay, ja. Und ist es nicht auch so eine Naturgesetzmäßigkeit, die Sache mit den Polen, dass man ja auch diese Gegensatzpole hat, schwarz und weiß. Und vor allen Dingen, wenn es um dieses gesellschaftliche Miteinander geht, dieses füreinander Sorge zu tragen oder mit, also da gemeinschaftlich eben positiv mit umzugehen. Also da sage ich auch, also jeder, der eigentlich auch rummeckert, wo ich dann sagen würde, der sollte mal die Entscheidung treffen, die eine Merkel oder Konsorten da also treffen muss, weil auch genau da nämlich auch der Punkt ist, so diesen gesunden Mittelweg zu kriegen, weil macht sie gar nichts, wird sie angefeindet, macht sie zu viel, das was du jetzt sagst, so mit der Panik, dann ist es auch nicht richtig. Also ich gebe da überhaupt nicht Merkel oder sonst wem irgendeine Schuld. Ich sehe das überhaupt nicht als eine politische Sache. Ich sehe das einfach als ein, es gibt, also im Grunde kann man im Gesundheitssystem sagen, es sind diese vier Level, universelles Ganzes, göttlich, Liebesflussverbindung, irdisch. Und wir sind sehr stark im Irdischen, ne? Es wird hier komplett gemacht. Aber diese oberen Ebenen, die fehlen, fehlen aber nicht ganz, weil ich die tatsächlich, zum Teil ja auch mit euch zusammen, aber sonst tatsächlich reinbringe. Das heißt, die Energie, die fließt hier rein, deswegen tut sich hier was, deswegen ist Deutschland besser dran. Das Irdische ist eben so gut, wie es geht. Und diese Mitte, gerade diese weibliche Mitte, die fehlt einfach noch ein Stück. Das ist eine Sache, die ist nicht auch von heute auf morgen zu korrigieren. Das sind jetzt erstmal die Einflüsse, die reinkommen. Und dann gibt es immer diese zwei Gestaltungsstränge. Das eine ist weiblich, das andere ist männlich. Das Bewusstseinsniveau in Deutschland ist sehr männlich. Also versuchen Sie es rein übers Männliche. Was brauchen Sie? Die Korrektur zum Weiblichen, denn für die Gesundheit ist nun mal das Weibliche zuständig. Das heißt, Sie machen das mit der falschen Mitte. Methode und unvollständig in diesen Ebenen. Das ist im Grunde genommen das ganze Problem. Sie müssten auf diesen Bereich mehr stärker rein. Die irdische Abgrenzung darf im gesunden Ausmaß auch bleiben, aber ansonsten müssten Sie dort ins Weibliche gehen und hier alle Ebenen verbinden. Und das ist einfach, wo man sagen kann, okay, von der Bewusstseinsgestaltung haben die einen super Punkt, das ist männlich-irdisch. So, das kriegen Sie super hin. Der Rest, den energetisch-göttlichen bis irdisch, den bringen wir noch rein. Da haben Sie Glück, davon kriegen Sie gar nichts mit. Kriegen nur die Ergebnisse mit und wundern sich, erklären das ja über den Test, das ist völliger Blödsinn. Aber wie gesagt, irgendwie muss man es ja erklären, wenn man nur diesen kleinen Teil sieht. Das heißt, sie haben dort eine Unterstützung, aber diese Unterstützung kann nicht alles erreichen. Also es müsste eben tatsächlich noch dieser Wechsel kommen, der müsste im Bewusstsein der Gesellschaft sein. Das wird unterstützt, aber das ist eine Sache, die wird sich erst langfristig entwickeln. Ne? Und, aber ansonsten kann man eben sagen, ja, ist doch alles ganz prima, wir wissen, das ist der Ausgangspunkt, dort müssen sie hin, wir unterstützen in die richtige Richtung mit viel Geduld und Universum führt. Und so sehe ich das Ganze. Und auf ihrem Niveau machen die das alles so gut, wie sie können. Und eine gewisse Verschattung gehört sowieso zur Entwicklung dazu. Also kriegen sie das gleich mit. Und die nächsten Folgen, wo die Struktur dann gleich instabil bleibt, die kommen auch. Ne, die Wirtschaftskrise ist ja schon gleich abzuwarten und hausgemacht. Die wäre sicherlich nicht nötig. Aber das ist gleich das Nächste, was die Strukturen erschüttert. Wunderbar, Entwicklung geht weiter. Na, dann läuft ja alles ganz gut. Ja, läuft auch gut.